Istanbul! Schön, dass ihr am Start seid, wieder mal aus Istanbul. Heute zum Fastenbrechen. Iftar, wie man auch so schön sagt, wir sind im Steakhouse heute Fastenbrechen. Der 128 sind am Start, Bilal ist am Start, Big Baba, der Herr Pütz und Herr Kuga sind auch noch am Start. Unter Umständen im Steak-Restaurant. Also es wird richtig geil aufgefahren. Ich habe keinen Plan, was kommt. Wir werden schauen, was kommt. Lasst gerne den Daumen oben knallen für die Mission, Leute. Wieder ordentlich am Start der Holle. Und dann sehen wir uns jetzt im Video. Im Restaurant, eher gesagt. Bitte lasst das bedeuten, Leute. Es gibt hier was Gesmoktes. Oh, also nicht falsch verstehen, ne? Was vom Grill oder so, oder geräucherte, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Das vermächtig ich jetzt. Oh, Mashallah, Leute. Oh, scheiße. Die Musik ist laut. Entschuldigt die Geräuschkulisse, aber es geht nicht anders. Schon mal die ganzen Dips und so. Oh, Mashallah. Oh, das looks beautiful. Yes, amazing, amazing. Leute, amazing, amazing. Da werden wir gleich alle speisen. Speis und Trank. Ich werde ihnen gleich nochmal sagen, die sollen Musik hier ausmachen. Das mache ich normalerweise schon, aber kannst hier knicken leider. Oh, da wird gesmoked, Leute. Zieht euch das rein. Hey, how are you? Oh, show what you have. Oh, das läuft aus, Leute. Oh, das ist Foodporn. Oh, böse. Oh, da genau das will ich. Oh, mit Honig. Ein Wumms. Das ist der Wumms, der uns immer fehlt. Das ist der Wumms, wovon ich oft spreche, Mann. Oh, rauchig, Würze, dieser Honig, Alter. Oh, ganz böse. Hier sind die ganzen Öfen, wisst ihr? Da sind die ganzen Öfen. Also ich bin ja mit Elitär gerade hier wegen Haare machen. Haben die ausgesucht. Warum komme ich nicht selber auf so eine Läden, Mann? Genau sowas brauche ich, Mann. Heftige Scheiße. Das gesehen, wie das Fleisch, wie das zerfallen ist, als wäre das nichts. Das ist das Krankeste hier, Mann. Oh, böse. Guter Laden. Du hast nicht zu viel versprochen, das ist echt heftig. Wirklich? Ja, wir haben eben probiert, die haben alles frisch aus dem Smoker rausgeholt, das ist zerfallen. Boah, krank. Ja, sie ist Essen-Expertin, hat sie gesagt, habe ich ihr nicht geglaubt. Bruder, was ist das? Holle ist direkt am Start, ich will als Erster. Was ist das? Ich weiß nicht, was es ist, Mann. Aber es schmeckt gut. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt es in die Kommentare. Kein Plan. So eine Salsa-Soße. Das ist heftig. Aber wir sind im Paradies, Mann. Ja. Hier, die Jungs sind am Start. Grüß euch, moin. Also man sieht, der Knochen fällt einfach raus. Da hält nichts mehr an irgendwas. Das ist so krank. Und das Grinsen dabei. Ich feier die Jungs. Der Chef hat meinen Platz abgezogen. Boah, ich setze mich mal zu euch Jungs hier, ne? Boah, ja, du isst Fleisch auch, ne? Was soll ich machen? Ja, aber Stefan isst kein Fleisch, ne? Nee, momentan ist er weg davon. Du isst kein Fleisch, ne? Nur Schwarzfleisch. Momentan nur oder schon lange? Fleisch schon lange. Ja? Ja, erst seit kurzem. Auch noch weg? Und hast du da jetzt mehr Power oder so? Merkst du irgendwie geiler beim Training? Wacher, auf jeden Fall. Ein bisschen zu ermüden von der Verdauung. Ja, okay, krass. Boah, guck dir das an. Ihr glaubt es nicht, das schmeckt nach Karamell. Als hätten die da Karamellbonche aufgelöst drin. Krank! Also ich weiß nicht, ob das die beste Suppe meines Lebens ist, aber die ist ganz krank. Boah, also es ist selten, dass ich so begeistert bin, aber ich bin komplett auseinandergenommen, innerlich. Hierfür würde ich in die Türkei fliegen für die Suppe. Ich schwör's euch, aus Deutschland. Inshallah, die sind nicht so scharf. Die Suppe ist heftig, ne? Ich hab gesagt, die schmeckt nach Karamell, habe ich gesagt. Die hat so einen Karamell-Touch irgendwie. Das ist gut, dass du mir das sagst, weil du musst wissen, Kampfsportler haben richtig oft eine Essstörung. Ich bin echt 8 bis 10 Monate im Jahr auf Diät. Dann hat man ja immer so ein performanceorientiertes Essen. Mhm. Meine Angewohnheit ist immer so, dass wenn ich da mal essen kann, ich habe jetzt vor kurzem gekämpft, dass ich da einfach schlinge und mir nicht so harte Gedanken darüber mache, wie es schmeckt. Deswegen war es geil, dass du in dem Moment, wo ich es gegessen hast, gesagt hast, ein bisschen karamellig. Geil, weil du diesen Bedarf hast, ne? Ich brauch dich jetzt. Du kriegst mich, du kriegst mich. Damit du dich daran erinnerst. Ja. Geil, geil. Oh, look at this. Das ist so weich, das zerfällt. Das ist sogar Lamm.
habe ich nicht mehr gepeilt, aber das Positive lacht. Ist gut? Was sagst du? Das ist heftig. Das Fleisch ist ganz zart. Jetzt habe ich hier die Soße drauf gemacht. Krank, Leute. Diese Sachen wie Travemünder Woche und so. Weil es gibt so Dinger, gesmoked ist, beziehungsweise so Spanferkel oder sowas. Und das hat von Feeling her so ein bisschen das hier. Das ist auch, denke ich mal, gespritzt. Muss aber nicht sein. Kann ich euch nicht 100% sagen. Guckt mal, dieses Rötliche und so. Diese Färbung und so, das ist charakteristisch wirklich ähnlich. Denk mal, dass sie auch ähnliche Gewürze benutzen. Und so krass, dass das so zerfällt. Ein Gegner. Wir gucken, was noch auf uns zukommt hier. Du hast so viele Möglichkeiten halt hier, das Fleisch dann noch zu probieren. Dieses Salz da drauf ist nochmal so intensiv. Du kannst quasi jedes Gericht 7-mal neu erleben mit allen Dips hier und was es halt dazu gibt. Was du machen musst, Holger, du nimmst jetzt ein schönes Stück Fleisch da drauf. Danke. Ja, yeah. Dr. Ball, we like it. Und was sagst du, Max? Gut? Ja, ne? Ist gut, Technik. Water, please. Water, thank you. Sir, could you tell me, that's a lamb, yes? Yeah. Lamb. Lamb and beef. Gut, Leute, jetzt nächste Runde. Wir beginnen zur Runde 2. Jetzt haben wir noch mal das Beef. Ich habe jetzt auch wieder Lamm erwischt. Okay, Runde 2 noch nicht. Das Konzept auf dieses Restaurant. Ja. Yes. Und die Things sind auf der Meat and the Honey. Ah, okay. Honig muss zum Beispiel auch noch drauf gemacht werden. Okay, ich verstehe. Bilal, weißt du, was Rind davon ist? Sorry, dass ich nur dazwischen fussel. Perfekt. Das hier kann ich nehmen, ne? Okay, perfekt. So, jetzt haben wir hier noch mal eine Runde Rind. Für Runde 2. Und jetzt machen wir Folgendes, Leute. Yes. Tahini-Sauce. Oh. Okay, Leute. Bin ich schon Dolmetscher geworden? Ja. Feierabend, Leute. Das ist unreal, der Geschmack. Diese krasse Süße durch Honig. Dann mit diesem Tahini, diese Cremigkeit, die du da drin hast, das ist ja, ihr könnt es euch ja angucken. Das ist ja, wer Tahini kennt, das ist nicht normal. Diese Kombi so, will noch mehr. Das ist Suchtfaktor. Du musst einfach noch mal bam. Also, das werde ich jetzt auch öfter machen, wenn ich geiles Fleisch habe. Einfach Honig drauf. Das ist wirklich so, ich habe eine ganze Menge Honig draufgeknallt. Der Honig kommt boom. Diese süße, lieblich, aber abgedämpft, trotzdem nicht so. Manche mögen es ja nicht ganz so süß, trotzdem abgedämpft. Warm und langsam kämpft sich das Fleisch durch. Oh, Cremigkeit vom Tahini, Welt. So Leute, ich habe jetzt erfahren, ich muss heute sündigen. Eigentlich nasche ich im Moment seltenst. Heute werde ich mich opfern und auch noch naschen. Ich will euch hier auch was liefern. Als nächstes werden wir in die Nachspeiserunde gehen. Ahmed, Endlevel aber, ne? Ja, jetzt haben wir das Thema vom Restaurant verstanden. Ja. Wir haben eine Spezialität, ja. Können Sie verdammt gut, der Rest ist alles Beilage. Überall Schränke, gleiche Schränke, wo dieses Fleisch zubereitet. Genau, da haben wir die ganzen Öfen halt, ne? Wo das Fleisch zubereitet. Aber so mag ich es auch. Ne? Eine Sache, man kann sie so bezogen auf den Burgerladen. Burger, du machst ihn geil. Perfekt. Auch nicht noch eine Currywurst rein. Bilal, was hast du essen geil? Bombastisch. Bombastisch, ne? War so ein Geschmackserlebnis, das hat bei Nussret nicht. Nee, lange nicht. Also dagegen ist Nussret ganz schwach. Was hast du, Stefan? Du bist ein bisschen beschränkt, ne? Aber die Suppe schmeckt gut. Schmeckt super, linke Suppe. Ich fand die auch richtig gut. Echt mega. Wirklich gut. Ich hab echt lange nicht so eine krasse Suppe. Ich auch nicht. Krank, Leute. Es ist wirklich einfach krank. Selbst der Couscous hier, komplett anders. Komplett anders. Also, dieses Restaurant muss jeder gegessen haben, Leute. In vielen arabischen Ländern gibt es diese Restaurants. Allein in Istanbul 3-mal. Also jeder, der Zugang hierzu hat zu diesen Restaurants und das testet, ihr werdet nicht enttäuscht werden, Mann. Ihr werdet mich lieben für den Tipp. Boah, wirklich keine Worte. Das ist der Mann am OP-Messer, Leute. Das ist Dr. Balvi. Er wird mich operieren. Das ist Social Media Managerin und Danny. Oh.
Das ist zu heftig, Leute. Mit dem Eis generell fürs Auge auch. Sowas wie Oreo oder so, ne? Ich liebe, dass ein weißer Kern ist. Ich denke, es geht vielen von euch so. Das ist so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Kaugummiartig. So zäh im Biss, aber geil, Mann. Einfach nur heftig. Und die Frische durchs Eis gleicht halt alles aus, ne? Rein aus Milch. Rein aus Milch. Ah, also das erklärt vielleicht auch nochmal diesen zäheren Biss. Die ist halt genial durch diese Süße, die dann halt ausgeglichen wird durch dieses Eis. Heftiges Zusammenspiel. Geile Kombi. So, ich glaube, das ist eher zum in die Mitte stellen. Jeder nimmt sich ein Stück, aber ich nehme einfach alles jetzt. Das ist zu heftig, Leute. Das Geniale bei diesem Nachtisch finde ich einfach, das hat natürlich diese extreme Süße, aber es hat auch eine gewisse Deftigkeit, die du spürst durch diese Pistazien. Das ist geil, Mann. Also dieser Nachtisch wirklich, noch mit der Eiscreme, einer der geilsten Nachtische, wenn ihr mich fragt. Danke fürs Zuschauen, Mann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wirklich, das Video war eins meiner Lieblingsvideos. Lasst unbedingt einen Daumen oben knallen und einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen.